So ihr Lieben, ich schaue mir jetzt gleich die zweite Episode von Jurassic World Chaos Theory an. Musste ganz kurz eine Pause machen, weil ich unbedingt einen Kaffee brauche, um irgendwie ansatzweise zu funktionieren. Wir schauen uns jetzt die Episode gemeinsam an, beziehungsweise dachte ich mir einfach, ich werde hier und da die einzelnen Episodenbesprechungen zu solchen Event-Episoden umformieren. Das heißt, ich werde jetzt ebenfalls die Kamera mal laufen lassen und eben meine Reaktion beim Gucken filmen, für den Fall, dass da irgendwas dabei sein sollte an Reaktionen, was man später fürs Video benutzen kann. Wir sind jetzt bei Folge 2 angekommen. Episode 1 hat damit geendet, dass Darius und Ben aus der Hütte rausgekommen sind und Ghost ist aufgetaucht. Das heißt, wir haben jetzt wirklich ein nächstes Face-Off mit einem Atrociraptor. Pulla, willst du mit mir mitgucken? Nein? Aber ich fühle mich schon sehr alleine. Na gut, der Hund zeigt enormes Desinteresse. Fangen wir einfach mal an. Episode 2 hat tatsächlich den Titel Pinkelpause. Aber wer steckt dahinter? Also wer ist das denn jetzt? Er hat einfach einen Dino-Duftbaum im Auto hängen. Wieso habe ich sowas eigentlich nicht? Kaufen. Das heißt, wir bekommen jetzt eine Roadtrip-Episode, oder was? Du weißt schon, dass du eigentlich nicht auf die Couch darfst, ne? Dann gibt's eben jetzt Jurassic World Camp Cretaceous gucken mit Husky. Du siehst nicht so begeistert aus. Wie kannst du denn einfach... Wie hast du denn so? Man hat es ja nicht richtig gesehen, aber es gab diesen einen Shot, da hast du gesehen, dass das Auto, das die verfolgt hat, das war größer. Das war ein Van, oder nicht? Das war eben gerade kein Van. Na, dann springen wir jetzt einfach mal rüber zu meiner Episodenbesprechung, würde ich sagen. Auf geht's! So ihr Lieben, weiter geht's mit den Episodenbesprechungen zu Jurassic World Chaos Theory, ja? Ich bin jetzt bei Episode 2 angekommen und muss wirklich feststellen, meine Idee, eine Episode zu schauen, dann direkt danach ein Video dazu zu machen, die weist gerade so erste Schwächen auf, beziehungsweise es ist für mich echt schwierig, weil sie diese Episoden wirklich, ich denke mal, das werden sie auch durchziehen bei der gesamten Serie, bisher sind immer wirklich interessante Cliffhanger am Ende da und ich bin jedes Mal kurz davor, einfach auf Weiter zu klicken und denke mir dann, nein, komm, zieh's einfach jetzt durch. Ich bespreche jede Episode mit euch, nachdem ich sie gesehen habe. Deswegen, ja, ihr kennt die Regeln. Hier wird auch nicht gespoilert zu noch kommenden Episoden in den Kommentaren, sondern eben nur zu den Episoden, die wir schon geschaut haben oder eben, naja, über die wir jetzt gerade sprechen. Episode 2 schließt fast reibungslos an die Ereignisse von Episode 1 an und trägt übrigens den fulminanten Titel Pinkelpause, was sehr witzig ist. Ich habe mich da tatsächlich drüber gefreut, wollte ich gerade sagen. Es hört sich ein bisschen falsch an. Aber das war einfach so ein Titel, wo ich mir gedacht habe, ey, worum geht's denn da jetzt? Hauen die da jetzt ernsthaft so eine Filler-Episode rein, wo es wirklich nur darum geht, dass irgendeiner von denen pinkeln muss? Kennt ihr das? Diese Gag-Episoden, die dich so ein bisschen rausreißen. Das versuchen Serien sehr häufig dann damit irgendwie, naja, einen Filler zu erzeugen, um etwas in die Länge zu ziehen und meistens klappt's aber nicht. Hier kann ich schon mal sagen, nee, das war's Gott sei Dank nicht. Die Episode hat super gut funktioniert. Und warum ich eben gerade gesagt habe, dass wir eigentlich fast reibungslos an Episode 1 anschließen, ist folgender Punkt. Wir haben eigentlich da aufgehört, wo Darius und Ben den beiden Atrociraptoren, das waren glaube ich Red und Panthera gewesen, meine ich, die sind eben in das Haus von Darius hineingesprungen durch die Fenster und haben die Jungs angegriffen und die haben es gerade so geschafft, beide Atrociraptoren abzuwehren und aus dem Haus zu flüchten. Plötzlich ist Ghost aufgetaucht und die Episode ist genau dann zu Ende gegangen, als der Anführer der Atrociraptoren einen Sprint auf die beiden Jungs angesetzt hat. Dann wurde das Bild eben schwarz und die Episode war fertig. Episode 2 jetzt spult noch einmal ein paar Sekunden zurück. Also ist mir zumindest aufgefallen. Ob das irgendeine Bedeutung hat, weiß ich nicht. Wir sehen aber noch einmal die letzten Sekunden der Ereignisse in der Hütte von Darius, nur eben von außen, also quasi als stiller Beobachter von außen. Und ich weiß hier nicht, ob wir die ganze Nummer wirklich aus der Ego-Sicht von einer anderen Person sehen. Mein Gedanke war es erst, wir wissen ja, dass hier eine Person mit einer Pfeife dabei sein wird, das haben wir auch im Trailer schon gesehen, dass die vielleicht da steht und das Ganze beobachtet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das vielleicht doch einfach nur ein Stilmittel ist,
um eben so zu zeigen, genau das ist in der Episode davor passiert. Wir sehen quasi die Holzhütte von Darius von außen und innen drin flackern dann gerade noch so die Lichter auf und wir hören diesen Elektrostab von Ben, mit dem er gerade einen Atrociraptor abgewehrt hat. Und dann kommen die beiden aber auch schon raus und wir sind an der Stelle, an welcher wir Episode 1 auch verlassen haben. Das muss keine Bedeutung haben, dass wir das eben nochmal gesehen haben. Das sind auch wirklich nur, ich glaube, 2 oder 3 Sekunden, die uns nochmal kurz zurück in die Ereignisse von der ersten Episode führen. Das ist mir aber einfach nur aufgefallen und ich glaube auch, dass das hier eine Serie ist, wo ich jetzt permanent versuche, irgendwelche Zeichen zu deuten. Das kann jetzt passieren, macht euch darauf auf jeden Fall gefasst. Bei den kleinsten Kleinigkeiten. Aber tatsächlich passt das auch sehr gut zu dieser Episode, gerade auch was Bens Wahnvorstellungen angeht, denn auch Ben sieht plötzlich überall eine gewaltige Verschwörung. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Die Jungs sind jetzt also vor der Hütte und Ghost, the leader of the Atrociraptors, der betitelte Leader der Atrociraptoren, greift also an. Und ich dachte mir, okay, wie willst du jetzt so eine Situation auflösen? Ich bin immer sehr daran interessiert, wie es geschafft wird, Situationen, in die man sich hereinschreibt beim Drehbuch, dann wieder aufzulösen. Da gab es ein gutes Beispiel bei Jurassic World Dominion, als wir im Trailer gesehen haben, wie Owen in der Mitte stand und links und rechts von ihm kamen dann der Allosaurus und eben ein Carnotaurus aus diesen Tanks heraus. Und ich war sehr gespannt, wie die Nummer aufgelöst wird. Und im Endeffekt wurde sich dann dazu entschieden, naja, dass Owen einfach so macht und dann ein Rückwärtspurzelbaum und dann hat das halt geschafft, da rauszukommen. Ist halt echt lames Storytelling oder ja. Ich werde öfter mal auf die Jurassic World Filme eingehen müssen. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber die Serie zeigt einfach, wie es besser geht. Und das, obwohl die Nummer jetzt hier so simpel funktioniert. Also Ghost rennt einfach nur auf die Kinder zu und Darius sagt dann, okay Ben, jetzt rennst du los. Und dann rennen die auseinander und Ghost springt zwischen den beiden durch in die Hütte rein. Dann ist die Sache aber noch nicht gegessen, weil Ghost lebt natürlich noch, der stirbt ja von sowas nicht. Und ich weiß, Ghost ist ein Weibchen, wenn ich sage der, meine ich immer der Atrociraptor. Der springt dann auf jeden Fall aus dem Fenster wieder raus ins Freie und rennt dann wieder auf die Jungs los. Die flüchten sich daraufhin in Darius' Auto und Darius muss dann aber feststellen, der Schlüssel ist noch in der Hütte. Und ich dachte mir wieder, wie löst ihr das jetzt auf? Bitte macht das nicht so plump, dass jetzt irgendwie jemand die Tür dem Atrociraptor gegen den Kopf haut und dann rennen die schnell rein und die anderen beiden liegen vielleicht noch ohnmächtig da. Nö, sie haben eine Idee gefunden, wo wir ein paar von euch aber auch schon geschrieben haben, das fandet ihr ein bisschen seltsam, es hat sich unecht angefühlt. Ich muss sagen, das fand ich überhaupt nicht, weil es macht einfach Sinn, dass die gemerkt haben, dass durch den Angriff von Ghost das Auto immer wieder ins Schwanken gerät. Und dann sagt einer von den beiden, ich glaube es war Darius, dass das Auto in den Leerlauf geschaltet werden soll. Und das macht für mich total Sinn, denn daraufhin rollt das Auto eben diesen Berg ganz langsam runter. Davor müssen wir aber noch ganz kurz was adressieren, nämlich die gesamte Szene, in welcher die beiden im Auto noch drin sitzen und Ghost versucht reinzukommen, wo dann Darius kurz danach sagt, ey, ich habe den Schlüssel noch in der Hütte. Die gesamte Szene ist eine Referenz an The Lost World Jurassic Park 2. Nämlich genau an den Augenblick, in welchem Ian Malcolm ebenfalls sich in diesem Auto verschanzt hat und der Velociraptor versucht, von außen reinzukommen. Das war sogar exakt derselbe Kamerashot gewesen, so relativ nah an den Personen dran und so ein bisschen weiter von unten. Und ja, das war einfach sehr schön, das mal wieder zu sehen. Und die Serie arbeitet relativ gut mit Referenzen. Das könnte man auch billigen Fanservice nennen. Finde ich hier aber gar nicht, weil es macht hier auch Sinn. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es in Richtung Texas geht. Das Auto rollt also nun im Leerlauf so einen kleinen Hügel herunter und Ghost versucht weiter durch die Scheibe durchzukommen. Darius und Ben warten dann, bis das Auto durch das Rollen eine gewisse Geschwindigkeit bekommen hat. Und dann tritt einer von beiden einfach voll auf die Bremse und Ghost fliegt mit dem Kopf durch die Fensterscheibe durch, weil die das eben genau getimed haben. Also die warten wirklich, bis Ghost zum Angriff ausholt und dann rennt der Atrociraptor aufs Auto zu. Die treten voll auf die Bremse und naja, der Kopf klatscht einfach dann so zwischen den beiden durch die Scheibe durch. Das ist eine sehr, sehr coole Szene und daraufhin rollen sich dann die beiden Jungs aus dem Auto raus und Ghost hängt noch so ein bisschen in der Scheibe fest, kommt allerdings auch relativ schnell wieder frei. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Verfolgungsjagd, die ja wirklich zack auf zack auf zack geht. Erst der Vorfall in der Hütte, dann kommen sie dann da raus, dann gehen sie ins Auto, dann vergisst Darius den Schlüssel, dann
müssen sie sich den Hang runterrollen, dann kommt Ghost durch die Scheibe durch, jetzt kommen sie aus dem Auto wieder raus, flüchten sich in den Van von Ben, also in den Van, mit welchem Ben Darius besucht hat, und sie fahren einfach los. Und dann haben wir wieder einen Moment, wo ich sagen muss, die Jumpscares hier sind leicht vorhersehbar. Ich weiß, es ist immer noch eine Kinderserie, und ich meine, das hätte was damit zu tun. Weil die Serie weist eben Schockmomente auf, sie deutet immer nur sehr stark darauf hin, jetzt kommt er. Und das haben wir ebenfalls in der Szene, die als nächstes passiert. Ben und Darius fahren mit dem Van los und die Kamera geht schon so auffällig auf Darius zu. Der ist aber in der rechten Ecke der Kamera zu sehen. Und auf der gesamten linken Seite sehen wir das Fenster des Vans und wir können in die Dunkelheit hinausschauen. Ja, es war eigentlich relativ klar, dass dann jetzt irgendetwas passiert und Darius lehnt sich zurück und die Jungs denken, die Gefahr wäre gebannt. Auf einmal schießt der Kopf von Ghost an der Seite hervor und ich muss hier wirklich sagen, gerade die Bewegungen von Ghost, die sehen nicht mehr so abgehackt aus wie noch in der Camp Cretaceous Staffel. Da sahen die immer so ein bisschen aus wie so Puppen. Die hatten da nicht wirklich eine Bewegungsunschärfe gehabt, die Dinosaurier. Und die haben sich alle sehr, sehr zackig bewegt. Das heißt, wenn die losgerannt sind, wurden die nicht schneller. Die sind einfach direkt von 0 auf 100 gerannt. Das sah sehr seltsam aus. Das haben sie auch bis Staffel 5, haben die das nicht wirklich hinbekommen. Hier fühlen sich sämtliche Bewegungen der Dinosaurier so an wie in den Filmen. Das ist super cool gemacht und sie haben eben auch diese flüssigen Bewegungen und nicht dieses ruckartige. Da hat sich auf jeden Fall einiges getan, was das CGI angeht. Die anderen beiden Atrociraptoren tauchen daraufhin auch noch auf und die schaffen es dann auch fast, den Van von Ben so eine Klippe runter zu tackeln, weil die einfach aus dem Nichts heraus, aus so einem Wald, gegen diesen Van springen und total außer Kontrolle sind. Und das wird dann auch ganz kurz von Darius mal angesprochen, der nämlich meint, wenn die uns einfach nur fressen wollten, hätten sie es wesentlich einfacher haben können. Ich werde mir das Ganze nochmal im Englischen anschauen müssen, was er da wirklich sagt, denn ich finde, der Satz macht im Deutschen nicht wirklich Sinn. Inwiefern hätten sie es denn einfacher haben können, wenn sie fressen wollen würden? Also der Unterschied zwischen dem, was jetzt gerade passiert, und einer Jagd aus reinem Hunger, der ist mir da nicht so ganz klar. Ich meine, ja, die Tiere sind sehr aggressiv den beiden Jungs gegenüber, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da wieder die deutsche Übersetzung einfach was anderes gemacht hat. Da quatschen wir dann auf jeden Fall im Spoiler-Talk nochmal drüber. Bis dahin werde ich es nochmal auf Englisch gesehen haben, ob mir da vielleicht irgendwelche Dinge aufgefallen sind. Ben und Darius schaffen es dann auf jeden Fall zu entkommen, allerdings auch nur, weil wir plötzlich aus dem Wald ein ganz sanftes und leichtes Pfeifen hören. Und ich dachte mir, okay, jetzt haben wir endlich hier den Reveal. Wer ist unsere Antagonistin? Ist es Sayona Santos? Ist es jemand anderes? Keine Ahnung, wir sehen die Person immer noch nicht. Wir merken aber, dass die Atrociraptoren eben auf diese Pfeife abgerichtet sind und, naja, dann daraufhin ihre Jagd wieder abbrechen. Jetzt haben wir ein schönes Gespräch mit Darius und Ben. Und wir merken auch, dass da die Chemie bei den beiden immer noch funktioniert. Obwohl Darius eher auf dem Trip ist, Ben immer noch nicht zu glauben. Und da habe ich mir ganz kurz auch nur gedacht, bitte lass Darius jetzt nicht die ganze Zeit ein Trottel sein, dass der bei allem, was jetzt passiert, immer sagt, no, ich glaube nicht, dass da irgendwas dahinter steckt. Weil das war jetzt hier schon ein bisschen zu viel gewesen an seltsamen Zufällen. Und Darius sagt halt immer noch, ey Ben, es gibt immer noch keinen Beweis dafür. Und ich denke mir so, was? Ich meine, das Ende der gesamten ersten Episode hätte doch mir komplett gereicht, um mindestens zu sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht. Man muss ja nicht an Bens Verschwörungstheorie glauben, aber dass man da nicht einfach auf den Trichter kommt, dass das eben kein zufälliger Angriff eines Atrociraptors war, das hat mich so ein bisschen gestört, dass man Darius hier als, naja, so ein bisschen blöd verkauft. Obwohl ich auch sagen muss, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Darius Ben einfach aus Zwang nicht glauben will. So nach dem Motto, ey nein, ich will einfach an meiner eigenen Wahrheit festhalten, dass der Allosaurus hinter allem steckt. Unter anderem eben auch Brooklyns Tod und vielleicht lag es auch ein bisschen daran. Ben klärt es dann aber auch relativ schnell auf und sagt, okay, Darius, geh mal hinter in den Van, da habe ich sämtliche Beweise, die kannst du dir einfach mal angucken. Und dann geht Darius nach hinten in den Van und wir sehen so eine typische Karte von besessenen Detektiven, das kennt man aus sehr vielen Serien, wo dann so rote Fäden überall hingezogen sind und Ben kombiniert irgendwie diese komischen Roboter-Tiger aus Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 4 und 5 mit Lewis Dodson und der ist dann nochmal mit Figuren aus Staffel 2 von Camp Cretaceous verbunden. Also du hast da wirklich sehr, sehr viele Dinge, die man sich anschauen kann. Was ich nur schade fand, dass du die Notizen nicht lesen kannst. Das machen sie genauso wie auch in dem Spiel
Jurassic World Aftermath, sämtliche Notizen sind einfach so Striche. Es gibt ein paar Dinge, die man da lesen kann, da habe ich jetzt aber nichts Spezielles rausgelesen. Ich habe aber auch jetzt nicht großartig da irgendwo pausiert. Das können wir uns vielleicht auch in Ruhe nochmal anschauen. Interessant fand ich hierbei, jetzt kommt eine Theorie von mir, dass Darius auf zwei Dinge eingeht in diesem Ban. Er geht genau auf zwei Notizen ein. Einmal erwähnt er riesige fleischfressende Heuschrecken. Das ist eine Referenz an Jurassic World Dominion. Das fand ich ganz cool, dass das hier schon mal so ein bisschen adressiert wird. Und dann erwähnt er noch, geheime Unterwasserlabors von Mentacorp wurden wohl irgendwie aufgedeckt von Ben, beziehungsweise hat er das wohl im Dark Jurassic irgendwie mitgeteilt bekommen. Und da habe ich mir überlegt, okay, es ist auffällig, dass wir eine Referenz haben zu Jurassic World Dominion und dann auf einmal kommt er auf die Idee, über irgendwelche Unterwasserlabors zu reden. Das Ganze kann natürlich auch einfach ein Foreshadowing sein auf Staffel 2, dass man dann irgendwie in diese Unterwasserlabors auf Mentacorp oder von Mentacorp kommt. Es wird ja auch nicht mal gesagt, dass die Labors auf der Mentacorp-Insel sind. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube auch, dass Mentacorp, genau wie Biosyn, verschiedene Standpunkte haben wird. Aber ich kam an dem Gedanken nicht vorbei, ob man uns hier vielleicht auch einfach ein Foreshadowing auf den kommenden Jurassic World 4 oder eben Jurassic 7 Film gegeben hat. Denn auch hier wissen wir ja, dass der Film zu einem nicht kleinen Teil auf Malta gedreht wird. Und zwar in diesen Unterwassertankstudios. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir mal da oben verlinkt. Schau es dir auf jeden Fall mal an und guck mal, ob das irgendwie Sinn ergeben würde. Das Einzige, wo ich sagen würde, das widerspricht so ein bisschen meiner Theorie, ist, dass sie bisher versucht haben, die Filme relativ gut aus der Serie rauszuhalten und eben auch andersrum. Das heißt, ob wir jetzt wirklich hier einen Aufbau bekommen für Jurassic 7, ich weiß es nicht, aber mir ist das aber auf jeden Fall erstmal so ins Auge gesprungen und ich habe mir gedacht, Unterwasserlabore und Unterwassersets, das passt irgendwie zusammen. Wir werden es ja bald erfahren. Angeblich werden wir sogar auch um den 8. Juni rum, also um den 8.6. rum, endlich den Titel des neuen Jurassic-Films erfahren. Und ja, diese gesamte Szene ist doch vollgepackt mit Easter Eggs. Wir haben noch so ein Bild von Bumpy im Hintergrund hängen. Dann erfahren wir, dass Ben einfach sein Müsli aus einem alten Schuh isst. Und Darius spricht dann auch Ben darauf an. Und das allererste, was er ihn fragt, ist nicht mal, was das für Notizen sind. Nein, die allererste Frage, die er ihm stellt, ist: Isst du wirklich dein Müsli aus einem Schuh? Das ist wichtig, das müssen wir klären. Ist ganz wichtig. Also dieser Charme der Figuren ist einfach immer noch da und das gefällt mir ultra gut. Und dann haben wir die nächste Sache. Jetzt kommt meine Theorie. Ich kann sie nicht ganz zuordnen, aber es wird so auffällig gesagt. Darius liest, wie gesagt, nur ein paar ausgewählte Notizen vor. Unter anderem sagt er dann auch, Ben, was ist denn das hier für eine Notiz? Und dann steht da eben einfach drauf, Rasierschaum ist die Lösung. Also das kann im Endeffekt kein Zufall sein und ich versuche mir gerade daraus ein Bild zu machen. Ist das nur ein Fanservice? Ist das einfach nur ein Gag, der so ein bisschen zeigen soll, dass Ben vielleicht ein bisschen durch den Wind ist? Oder meint er das wirklich ernst? Weil wir gehen in dieser Folge nicht mehr darauf ein, aber der Rasierschaum ist ganz klar eine Referenz an Dennis Nedrys Barbasol-Dose, in welcher ja die Embryos drin gewesen sind. Und ich habe überlegt, könnte das mit dem zusammenhängen, wer oder warum die Jungs oder eben auch die Nubla 5 jetzt noch wirklich gejagt und getötet werden. Ist dann doch im Endeffekt Louis Dodgson der große Drahtzieher und das macht für mich aber keinen Sinn, weil diese Dose kann ja nicht mehr wichtig sein. Ich meine, die Embryos da drin sind längst tot und Louis Dodgson findet die Dose ja auch in Staffel 5 von Camp Cretaceous und nimmt die dann sogar mit. Die sehen wir dann später auch noch in Jurassic World Dominion so im Hintergrund rumstehen. Also da komme ich nicht wirklich weiter mit meinen Theorien. Aber es fällt eben auf, dass genau das jetzt hier erwähnt wird, ebenfalls auch noch mit Rasierschaum ist die Lösung. Da habe ich mich auch ein bisschen zu lang dran aufgehängt, glaube ich. Ich habe kurz überlegt, soll ich nochmal nachgucken in Staffel 5? Haben die Nubla 6 damals irgendwas in die Dose vielleicht reingetan? Und ich habe das nur wieder vergessen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es dann nochmal sehen. Wenn das wichtig sein sollte, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Episoden dann nochmal drauf eingehen. Naja, Darius hält Ben auf jeden Fall immer noch für ein bisschen überhysterisch, was das Ganze angeht. Und Ben bleibt aber bei seiner Geschichte und sagt, nee, es ist vollkommen egal, warum wir angegriffen werden. Fakt ist aber, dass wir angegriffen werden. Und dann holt Darius sein Handy raus und will, glaube ich, jemanden anrufen. Ich weiß gar nicht mehr wen. Auf jeden Fall nimmt Ben ihm dann das Handy ab und schmeißt es aus dem Fenster. Und das hat so einen relativ coolen Moment, weil dann kurz darauf entscheiden sich dann die beiden dazu, dass sie jetzt zu Sammy fahren wollen. Also müssen sie jetzt herausfinden, wo Sammy eigentlich wohnt. Und dann brauchen sie eben das Handy dazu. Und dann ist ganz kurzes Stillschweigen. Und das ist eine relativ gute Gag-Szene, die auch sehr gut funktioniert. Und dann fragt Ben auch einfach Darius, ey,
Das Handy, kann man das eigentlich auch noch orten, wenn es ausgeschaltet ist? Und er sagt, nein, kann man nicht. So nach dem Motto, du hättest das nicht aus dem Fenster schmeißen müssen. Sie hätten jetzt auch einfach wieder zurückfahren können und das Handy holen können. Aber Ben ist gerade wirklich in so einem Tunnel. Also der fährt einfach gnadenlos weiter, weil der wirklich in Panik ist. Die gehen sogar mal ganz kurz darauf ein, wie viel Benzin sie eigentlich noch haben. Denn sie wollen jetzt zu Sammy fahren nach Texas. Und Ben geht dann... Und Ben sagt dann, naja, wir haben noch für 53 Kilometer, glaube ich, Tank. Und dann kommen sie eben auf die Idee, okay, wir müssen jetzt einfach mal tanken. Außerdem muss Darius auch ganz dringend pinkeln. Deswegen der Titel Pinkelpause. Wir bekommen allerdings zuvor noch einmal eine sehr, sehr interessante Sache mit. Erstmal bekommen wir hier einen Flashback. Das ist ein Flashback, in dem wir sehen, wie Ben vor einem Laptop einschläft. Wahrscheinlich, weil er gerade im Dark Jurassic so ein paar Anforschungen anstellt. Und dann klingelt das Handy und wir haben so eine ganz, ganz krächzige Stimme da dran. Und ich dachte mir, okay, wird Ben jetzt gerade wirklich von unserer Antagonistin angerufen? Das war nicht Sayona Santos, das kann man von der Stimme her dann erstmal ausschließen. Und dann geht Ben eben ans Fenster, weil die Stimme auch sagt, hier, guck mal aus dem Fenster raus. Und dann steht da einfach Brooklyn. Und wir sind jetzt in einem Flashback gelandet, in welchem wir sehen, wie Brooklyn Ben besucht, als der irgendwie noch auf dem College ist, war es, glaube ich. Und die beiden unterhalten sich über so ein paar Sachen. Was ich hier ganz cool fand, ist, dass man die ganze Sache mit Dinosaurierleben in der echten Welt nochmal aufgreift. Ben sagt dann zu Brooklyn irgendwie, guck mal, wie schön die Tyrannodon, und dann fliegen die über die Stadt hinweg. Und das ist so, als wären die wirklich in unsere Welt integriert. Brooklyn haben sie scheinbar auch in der deutschen Variante eine neue Stimme verpasst, die funktioniert manchmal nicht so ganz, bin ich der Meinung. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch noch dieselbe Synchronsprecherin ist, nur einfach, naja, ein bisschen älter, aber sie hört sich nicht mehr so an wie Brooklyn damals. Bin ich zumindest der Meinung, vielleicht stimmt es auch nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare unten reinschreiben. Und die beiden lachen dann und es soll auf jeden Fall so der Moment sein, glaube ich zumindest. Das ist der letzte Moment, in welchem Ben Brooklyn noch einmal gesehen hat. Danach wurde sie ja dann vermeintlich gefressen. Und ich habe hier auch versucht, so ein paar Infos vielleicht rauszuziehen. Kann man relativ wenig machen. Brooklyn ist wohl in so einer aktivistischen Schiene unterwegs. Sie meint zwar, sie wäre eine Journalistin, aber sie gehen auch sehr stark darauf ein, dass das halt nicht ganz so stimmt. Also sie macht dann schon eher Sachen wie geheime Missstände aufdecken. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund der ganzen Nummer, dass wir herausfinden sollen, was sie jetzt aufgedeckt hat. Ben erzählt ihr auch was vom Dark Jurassic und sie ist dann, naja, sie nimmt das irgendwie einfach so hin. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, die ist da wahrscheinlich auch mit involviert, weil, naja, im Dark Jurassic bekommst du natürlich die Informationen über sämtliche Sachen, die jetzt gerade da draußen passieren, die halt nicht an die Öffentlichkeit geraten sollen. Der Flashback endet dann auch abrupt und wie gesagt, wir haben jetzt hier nicht wirklich viel Informationen bekommen, glaube ich zumindest. Vielleicht kommt dann am Ende auch raus, ja, doch genau das war die Lösung gewesen. Ich weiß es auf jeden Fall noch nicht. Und Ben weckt dann Darius im Auto, der ist nämlich eingeschlafen und merkt, dass die verfolgt werden von einem, man sieht es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen längeres Auto. Und ich habe mir zuerst gedacht, okay, ist jetzt eigentlich Quatsch, von der Verfolgung auszugehen, weil ihr fahrt einfach auf einer Landstraße. Es gibt ja keine andere Möglichkeit, als hinter euch herzufahren. Und dann sagt Ben aber auch, er hat es ausprobiert. Wenn er langsamer fährt, dann fahren die genauso langsam wie er. Wenn er schneller fährt, dann fahren die genauso schnell wie er. Und dann probieren die auch mal aus, was jetzt passiert, wenn die einfach das nächste Auto vor sich überholen. Und sie machen das und das hintere Auto macht das dann genauso. Das wäre jetzt für mich wirklich kein Indiz für eine Verfolgung, aber es zeigt eben einfach, dass Ben da wirklich schon fast wie eine Verfolgungsangst hat. Also er geht wirklich davon aus, dass jetzt jeder da draußen irgendwie jemand sein könnte, der die Jungs oder eben die Nubla 5, die noch übrig sind, jetzt wirklich jagen und töten will. Auf jeden Fall ist Ben dann so sehr abgelenkt von der Verfolgung oder von dem vermeintlichen Verfolger hinter ihm, dass er fast gegen einen Nasuto Ceratops fährt, der einfach so über die Landstraße drüber marschiert. Und ja, es klappt hier einfach echt gut. Das ist das, was ich mir auch bei Jurassic World Dominion gewünscht hätte, dass man hier wirklich merkt, die Tiere leben einfach jetzt unter uns. Es hätte auch einfach eine Kuh sein können, die über die Straße läuft. Nö, ist aber einfach so ein Verwandter vom Triceratops mit so einem riesigen Kopf und einfach diesen gewaltigen Hörnern. Der Nasuto Ceratops bleibt allerdings ganz cool und was dann auffällt, ist, dass auf einmal ein Auto hinter den beiden Jungs parkt, die auch mit einer Vollbremsung plötzlich zum Stehen gekommen sind. Und ich dachte mir erst, okay, da wird jetzt irgendjemand aussteigen und trotzdem wird dann aber rauskommen. Das ist einfach nur eine Person, die vielleicht fragen will, ob alles okay ist. Weil die haben ja eben gerade fast einen Dinosaurier gerammt, aber nein, scheinbar ist die Person, die hinter ihm gefahren ist, ein Deutscher, weil Deutsche hupen ja immer, wenn irgendwas ist. Und das macht die Person eben auch. Die fährt dann einfach an den Jungs vorbei
und hupt eben einfach noch so nach dem Motto, ey, warum macht ihr einfach eine Vollbremsung? Den Saurier müsste man aber gesehen haben. Deswegen bleibe ich dabei, das war auf jeden Fall so ein typisch Deutscher gewesen, der einfach jetzt hupen muss, weil die es gewagt haben, vor ihm fast einen Dinosaurier zu rammen. Was mir hier aber auch aufgefallen ist, ich glaube zumindest, dass das nicht das Auto war, das sie am Anfang verfolgt hat. Vielleicht stimmt das auch nicht. Ihr könnt mich da gern korrigieren, aber bitte ohne Spoiler. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass das Auto, das die Jungs verfolgt hat, das sah anders aus. Wir haben das nur mal aus so einem ganz dunklen Winkel auch gesehen. Das ist mir aber ganz kurz erstmal so in die Gedanken reingeschossen, dass das anders ausgesehen hat. Naja, Ben ist auf jeden Fall jetzt erstmal beruhigt und denkt sich, okay, vielleicht habe ich jetzt hier überreagiert, aber trotz allem hatte ich recht mit den Atrociraptoren und mit diesen Angriffen, die jetzt auf uns gemacht werden. Sie führen daraufhin ihre Reise zu Sammy nach Texas vor, denn Sammy würde wissen, wo der Rest der gesamten Gruppe steckt. Und hier haben wir jetzt die nächste Referenz an The Lost World Jurassic Park 2. Nämlich hören wir im Radio, während sich Darius und Ben unterhalten, denselben Song, den auch Carter in The Lost World Jurassic Park 2 hört, wo er diese Kopfhörer auf hat, als dann Dieter nach ihm schreit, weil er sich eben im Wald verlaufen hat. Und das meine ich hier mit der Fanservice hier, der passt halt. Ne? Die fahren jetzt gerade extra nach Texas und von daher passt der Song auch im Radio und darauf zu achten, dann auch genau diesen Song hier zu spielen. Und ich habe direkt dann so Jurassic Park 2 Feelings bekommen. Das war eine ganz coole Sache gewesen. Und wir haben jetzt auf jeden Fall so einen richtigen Roadtrip begonnen. Also die ganze Episode ist mehr wie so ein Roadtrip. Es geht jetzt wirklich darum, wir müssen erstmal tanken. Wir haben noch 53 Kilometer waren es, glaube ich, gewesen. Irgend sowas um den Dreh herum. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall tanken. Und dann muss Darius Ben erstmal überreden, jetzt wirklich anzuhalten, weil er auch meint, ey, wir machen das jetzt ganz schnell. Wir müssen aber einfach das Auto tanken, sonst kommen wir ja generell nicht mehr dahin. Und dann stehen wir einfach die ganze Zeit hier rum. Das sieht Ben dann auch ein. Und dann fahren sie dann bei der nächsten Tankstelle ab und merken dann, dass da ein Nasutoceratops im Schatten der Tankstelle liegt. Die ist halt überdacht und draußen ist es extrem heiß. Das ist so mitten in der Wüste. Und das Tier liegt einfach dann da im Schatten. Es ist ja warm und da ist natürlich ein bisschen kühler. Bei Darius, da kickt dann auf einmal der Dino-Nerd wieder und er muss erzählen, dass das ein Jungtier ist, das aber relativ groß und auch gut gebaut ist für so ein Jungtier. Und ich dachte mir schon, okay, das wird jetzt wohl irgendein Aufbau für was werden von der Episode. War aber im Endeffekt eigentlich nur so ein Side-Fact gewesen, meine ich. Ich meine, es gibt dann später nochmal in der Folge einen Grund, warum er das vielleicht erwähnt hat. Dann kommen nämlich nochmal die Eltern von dem Jungtier. Aber es hat einfach nichts mit dem zu tun, was dann eben gleich passiert, dass das ein Jungtier ist und eben kein Erwachsener. Der Tankstellenbesitzer steht in der Zwischenzeit draußen und hat das Handy am Ohr und telefoniert und sagt in dem Augenblick, in dem Darius und Ben aus dem Auto aussteigen, sie müssen herkommen und zwar ganz schnell. Daraufhin bekommt Ben wieder so einen Anflug von Verfolgungswahn und denkt sich, okay, der hat auf jeden Fall jetzt jemanden angerufen, um uns anzustacheln. Und ich war mir hier nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmen könnte. Es war mir zu auffällig, ich dachte mir, okay, das wird wieder so ein Gag werden, dass der eben dann so ein extrem netter Kerl ist. Aber ich glaube auch, dass die das in kommenden Episoden nochmal ein bisschen cleverer benutzen werden. Ich glaube, dass wir in kommenden Episoden auch wirklich noch Personen kennenlernen, bei denen wir ganz klar denken, okay, das sind die Guten. Und dann gibt es irgendwann so einen Twist und wir merken, ah, okay, doch nicht. Hier auf jeden Fall, das war mir irgendwie klar, dass da jetzt nichts dahinter steckt. Denn es wäre auch ein bisschen seltsam gewesen, warum sollte der jetzt genau zu der Verschwörung mit dazugehören. Da müssten die ja mitgeplant haben, dass Ben und Darius nach Texas fahren. Die hätten ja auch zu jemand anderem fahren können. Die hätten ja auch zu Ben fahren können, zu Jess, zu wem auch immer. Und dass sie genau an dieser Tankstelle tanken müssen. Der Plan wäre also auch nicht aufgegangen, wenn Ben einfach das Auto vorher getankt hätte. Deswegen dachte ich mir, nee, das wäre jetzt ein bisschen zu seltsam. Und dafür, dass die Episode 1, dass die so clever geschrieben war, da wäre das jetzt hier so ein krasser Bruch gewesen. Und ja, im Endeffekt ist das dann auch kein Verschwörungsmitglied. Der Typ ist einfach nur ein ganz normaler Tankwart, beziehungsweise ist, glaube ich, der Besitzer dieser Tankstelle, der mit der DPW telefoniert hat. Die sollen nämlich jetzt hier vorbeikommen und sich darum kümmern, dass der Nasutoceratops von der Tankstelle verschwindet, weil seit er eben da liegt, da trauen sich dann die Menschen nicht mehr hier anzuhalten und zu tanken. Das heißt, wir lernen jetzt hier, dass die Menschen generell den Dinosauriern nicht gerade wohlgesonnen sind. Das haben wir auch in Episode 1 schon mitbekommen, wo wir diese Radiosprecherin gehört haben, die eigentlich darüber diskutieren. Das ist nicht cool, was hier gerade passiert, dass die Dinosaurier überall rumlaufen, die Menschen haben Angst. Wir kennen ja auch aus Battle at Big Rock die Nachrichtensprecher, die davor warnen, das Haus jetzt zu verlassen, weil jetzt Dinosaurier durch den dunklen Big Rock Mountainwald
durchspazieren. Ben schiebt aber noch so ein bisschen Paranoia die ganze Zeit, auch gerade weil Darius einfach total leichtsinnig auf diesen Mann einfach zugeht und der sagt eben, naja, ihr habt ja gar keine Angst vor diesem Tier gehabt und Darius will dann so ein bisschen auspacken, warum nicht, und dann kommt Ben eben an und verhindert, dass er es ihm erzählen kann, aber der Mann erkennt die beiden dann auch. Also er meint, ihr wart doch auf dieser Insel gewesen. Und dann fragt er auch dann so richtig treu schon fast, hattet ihr da keine Angst gehabt? Und dann erzählen sie ein bisschen, doch, wir hatten total krass Angst gehabt. Aber wir hatten einfach uns gehabt und wir hatten Vertrauen ineinander gehabt und deswegen haben wir die ganze Show so überleben können. Das war wirklich nett, dass man das so aufgebaut hat, dass die beiden jetzt hier, während sie dem Tankwart so ein bisschen was von ihrer Story erzählen, dann einfach merken, okay, stimmt, als wir damals zusammengehalten hatten, da haben wir die ganze Nummer überleben können. Und jetzt gerade streiten wir uns darum, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Und Darius sagt dann daraufhin, Ben, du musst mir vertrauen. Und Ben sagt aber ebenfalls, ja, aber dann vertrau du mir doch auch. Und das war eine ganz coole Sache, dass die jetzt wieder so nach all dieser Zeit das Vertrauen zueinander gewinnen. Der Nasutoceratops kommt dann auf die schlaue Idee, seine Hörner nochmal zu schärfen. Und ab da eskaliert die Nummer ein bisschen zu krass. Ich habe mir da beim Gucken ganz kurz überlegt, wie ist denn das jetzt alles passiert? Also der Nasutoceratops fängt an, seine Hörner an so einer Zapfsäule zu schärfen, bleibt dann aber daran hängen und auf einmal hatten wir überall Feuer. Ich habe nicht mehr zurückgespult. Ich weiß gerade, ey, das ging alles so schnell. Auf einmal brennt dann da irgendwie alles und Darius hat davor noch versucht, das Tier irgendwie ein bisschen zu beruhigen. Dann kommt der Tankwart rausgerannt mit so einer kleinen Flasche von Feuerlöscher und die fällt ihm aber auch noch aus der Hand raus. Und dann muss Ben diese Flasche nehmen und dann eben das Feuer löschen. Das war halt, ja, das war jetzt quasi der Climax dieser Episode gewesen. Und dann kommen auch dann die Eltern vom Nasutoceratops mit an und dann haben wir dann eben hier die Familienzusammenkunft wieder und Ben und Darius gucken wir auch dann so ganz verträumt an und wir merken, okay, jetzt haben wir den nächsten Hinweis, dieses Zusammenhalten-Ding. Das wird einfach jetzt hier sehr, sehr wichtig werden in der gesamten Serie. Der Tankwart kommt dann daraufhin nochmal ins Bild und wir bekommen nochmal so einen Gag. Ich weiß nicht, warum ich das so charmant finde, aber irgendwie gefällt mir das, dass der einfach dann so ankommt und Darius und Ben wollen eigentlich gerade wegfahren, weil das ist ja alles wieder gut, die haben getankt. Und dann kommt der Tankwart an und meint, ihr kommt mir hier nicht so leicht weg. Dann gibt er den beiden einfach so zwei vollgepackte Tüten von Snacks. Und in diesem einen Moment, wo er eben in so einer ganz düsteren Stimme sagt, ihr kommt mir hier nicht so einfach weg, da switcht dann die Musik auch auf einmal um. So nach dem Motto, okay, jetzt bekommt gerade Ben wieder seinen Anflug von wegen, oh nein, der ist wirklich einer von denen. Und dann wird aber eben aufgelöst, nee, ist er halt doch nicht. Wenn die so weiter damit spielen, ist es sehr vorhersehbar, aber trotzdem wäre es charmant, aber ich hoffe, dass sie das vielleicht noch so ein bisschen ausnutzen, dass sie vielleicht hier und da wirklich mal Figuren einbringen, bei denen wir uns einfach komplett irren. Figuren, die einfach sehr düster und böse rüberkommen, dann aber am Ende die Guten sind. Wie bei den Wilderern in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 2. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber der Typ, der von den Baryonyx dann später gefressen wird, der war ja am Anfang auch erstmal der grimmige Bösewicht, bis dann eben rausgekommen ist. Nö, eigentlich war er der Gute gewesen von dieser Wilderergruppe. Dann bekommen wir hier noch eine kleine Diskussion über Lakritze. Was ist besser, die echte oder die gefälschte? Ich muss auch sagen, sehr häufig sind tatsächlich die gefälschten, ist ein ganz blöder Ausdruck, gefälschte Produkte sind echt leckerer als die Originalprodukte und eben auch noch günstiger. Auf jeden Fall haben wir dann jetzt hier einen Darius, der eigentlich von Anfang an in der Autofahrt gesagt hat, ey, echtes Lakritze ist eigentlich viel leckerer als gefälschtes Lakritze. Dazu muss ich ganz ehrlich sagen, wer Lakritze gerne isst, der mag aber auch Jurassic World Dominion. Lakritze ist sau ekelhaft, egal ob echt oder gefälscht. Auf jeden Fall gab es dann auch schon mal so von Darius den Satz, wenn wir jetzt an der Tankstelle anhalten, dann werde ich dir mal echtes Lakritze besorgen, damit du sehen kannst, wie gut das eigentlich schmeckt. Und das haben wir dann jetzt hier ganz zum Schluss, dass eben der Tankwart auch den beiden Jungs echtes Lakritze mit eingepackt hat. Und Ben probiert dann eben mal das Lakritze und muss sagen, okay Darius, du hattest recht. Und Darius sagt dann daraufhin so ganz arrogant, ich weiß. Ist wieder dieser Charme, den wir auch aus der Originalserie Jurassic World Camp Cretaceous kennen. Und es macht halt wirklich Spaß, die beiden jetzt wieder so in diesem Couple-Modus zu sehen, dass sich immer wieder mal gegenseitig so anstacheln und das wird wirklich witzig werden. Und mal gucken, ob wir jetzt auch wirklich bei diesem Roadtrip-Abenteuer bleiben. Sie fahren jetzt erstmal zu Sammy rüber, ob sie jetzt Sammy wirklich nur einpacken und dann quasi mit ihr weiterfahren. Dann gibt es den nächsten Roadtrip. Ich würde es ganz cool finden. Ich mag so Roadtrip-Geschichten. Aber da bin ich jetzt erstmal sehr gespannt drauf. Und dann sehen wir erneut, wie gesagt, jede Episode muss einen Cliffhanger haben anscheinend, wie die Kamera zurückgeht. Und jetzt sehen wir erneut ein Auto. Das ist aber nicht das Auto, das die Jungs vorher verfolgt hat. Wie gesagt, glaube ich einfach. Ich kann mich da echt auch irren.
Auf jeden Fall wird dieses Auto sehr auffällig gezeigt. Die Kamera ist wieder leicht von unten, damit das Auto sehr bedrohlich wirkt. Ist also eine Art von Stilmittel, um uns als Zuschauer zu zeigen, okay, merkst du? Da stimmt irgendwas nicht. Auch die Musik verändert sich und das Auto fährt dann los. Und ich habe versucht zu erkennen, anhand des Rückspiegels, wer da drin sitzt. Und die Person sah für mich tatsächlich aus wie Kenji. Schreibt mir das nicht in die Kommentare rein, hier auf gar keinen Fall. Ob das jetzt stimmt oder irgendwie Sinn macht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir haben auch nur den unteren Teil des Gesichts von der Person gesehen. Und die Gesichter der verschiedenen Figuren in diesen Animationsserien, die sehen ja alle dann doch, naja, jetzt eben nicht so detailreich aus. Es kann auch sein, dass es irgendjemand anderes ist. Aber ich meine irgendwie so Züge von Kenji in dem Autofahrer gesehen zu haben. Und damit sind wir dann am Ende dieser Episodenbesprechung. Denn hier machen wir jetzt erneut einen Cut. Und wir bekommen ein anderes Outro. Wir bekommen immer thematisch gesehen zur Episode verschiedene Outros. Das haben mir ein paar von euch auch schon mal in die Kommentare geschrieben. Das ist auch kein Spoiler, dass man eben am Ende immer ein anderes Outro hat. Und das finde ich ganz schön. Die haben sowas von Wallpaper-Stilen. Also das sind alles anscheinend so Bilder, die man als Wallpaper ganz gut benutzen kann. Und ja, dann geht es jetzt eben weiter mit Episode 3. Und bin ich mal sehr gespannt, ob wir auch jetzt schon zu Sammy kommen oder ob sie das Ganze nochmal in die Länge ziehen. Weil gerade mal 10 Episoden müssten sie aber eigentlich jetzt auch dann nach und nach in die Pötte kommen. Ich sag mal so, ja, bisher gefällt mir das Pacing ganz gut. Das war jetzt hier natürlich so eine kleine Filler-Folge, die aber auch dafür da war, um eben zu zeigen, okay, ihr müsst jetzt aufhören, euch zu zanken. Ihr müsst jetzt zusammenarbeiten. Das wird jetzt wohl sehr wichtig werden, denn ich könnte mir auch vorstellen, dass Darius und Ben, dass die jetzt zusammenarbeiten müssen, um Überzeugungsarbeiten zu leisten, damit die anderen der Nublar 5 denen überhaupt irgendwas glauben. Gerade bei Kenji wird sehr interessant. Wenn er nicht in dem Auto sitzt, frage ich mich wirklich, was passiert, wenn sie auf Kenji zugehen und ihm einfach sagen, ey, Brooklyns Tod war kein Unfall, das war ein gezielter Angriff. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Jetzt gehen wir aber allerdings erstmal weiter mit Sammy. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Episodenbesprechung wieder. Macht's gut, ciao, ciao.